Hey, hallo zusammen. Herzlich willkommen. Heute gibt's kein Reisevideo, sondern ein Video über unser Wohnmobil. Denn das ist jetzt schon 2,5 Jahre alt, beziehungsweise wir fahren es seit 2,5 Jahren und haben nach und nach, Stück für Stück, es nach unseren Bedürfnissen angepasst, umgebaut, ergänzt, Aufgerüstet. modifiziert. Und was wir so alles gemacht haben, das wollen wir heute in dem Video besprechen. Also es waren schon sehr viele Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben es gestern Abend haben wir's mal zusammengesetzt und haben da so ein bisschen Revue passiert. Ja, sind dann doch zwei DIN A4 Zettel Ist schon zusammengekommen. einiges, man nimmt es Ja, gar nicht so wahr, ne? wir versuchen uns trotzdem knapp jetzt euch rüberzubringen und haben uns gestern Abend dann schon aufgeteilt. Simone wird so die Ambiente und alles, was so im Innenraum zu tun hat. Genau. Kurz erwähne und ich bleibe beim Thema Technik und Sicherheit. Also Umbau oder Aufrüstung vom Fahrzeug. Genau. Und alles, was wir so verbaut haben, schaut mal in die Videobeschreibung. Wir werden euch alle Produkte verlinken, soweit wir sie noch finden. Und von dem einen oder anderen gibt es auch ein Zusatzvideo, das verlinken wir euch auch, wenn euch das ein oder andere Thema speziell interessiert. Und wenn wir auf irgendwas nicht eingehen, was euch interessiert, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare und dann antworten wir euch da auch natürlich gerne. Ja, gut. Fängst du Das, an? ich mache mal das Thema Sicherheit. Also wer uns kennt, beziehungsweise wer uns verfolgt, der weiß ja, dass wir in Griechenland den Vorfall hatten mit dem versuchten Einbruch. Und damals war für uns klar, Thema Sicherheit müssen wir aufrüsten. Wir haben uns eine Titronic-Alarmanlage verbauen lassen. Alle Fenster sind somit geschützt mit Sensoren. Die schlagen Alarm, wenn sie scharf geschlossen sind. Die Aufbautür, die Fahrertür und die Beifahrertür genauso. Zusätzlich kann man die Titronic auch über die App steuern, beziehungsweise kriegt auch den Alarm auf dem Handy angezeigt. Und man kann über die App das Fahrzeug stilllegen, man kann es orten, man kann es scharf schließen, man kann es öffnen. Habe ich irgendwelche Feature vergessen? Nicht. Nee. Gut, es gibt uns ein Stück weit. Sicherheit, wenn wir gerade unterwegs sind. Schlimmste Szenario wäre für uns, wenn das Fahrzeug weg wäre. Aber aufgrund durch der Ortung könnte man es dann auch wiederfinden, beziehungsweise die Polizei könnte es schon auf den Weg machen. Man kann es auch stilllegen, ich habe es ja schon erwähnt. Nur wenn es abgeschleppt wird oder sonst irgendwie den Platz verlässt, bringt das Stillleger da auch nichts. Gut, dann haben wir neue Aufbauschlösser, also Zusatzschlösser an der Aufbautür und hier an der Heckgarage, zusätzliche Schlösser. Wir haben verbaut das Camper Protect. Das ist eine Kette, die ja, an den Türen vorne am Fahrerhaus befestigt wird. Und am, was heißt die B-Säule? Die A-Säule am Fahrzeug, also da, wo der Gurt unten festgemacht ist, wird das nochmal eingehängt. Das heißt, wenn man von außen die Tür öffnet oder das Schloss knackt, hat man immer noch den Widerstand von der Kette. Und das ist so eine dicke Kette, aber wir können es gleich mal zeigen, wie das aussieht. Dann haben wir noch zur Abschreckung unsere zwei Hunde. Hunde, die momentan wieder schlafen, wie eigentlich immer, wenn wir Videos machen, ne? Ja. Komischerweise. Haben einen Aufkleber, Achtung, Dogs an Bord. Ist ein Stück weit Abschreckung, gerade wenn man im Supermarkt oder so ist. Carlo und Sani sitzen dann immer auf den Fahrer bzw. im Beifahrersitz, gucken raus, und wenn einer zu dicht ans Fahrzeug kommt oder geschweige denn an die Tür ist oder so öffnen will und sie kennen den nicht, dann verschlagen sie auch Alarm. Wird Also auf jeden Fall gebellt. Also es schreckt ihr ab. schreckt auf jeden Fall ab, Ja, ja. ja. Es hemmt natürlich, nee, wie soll man sagen, es verhindert weder Einbruch, Diebstahl, was wir jetzt gemacht haben, aber es die Hürde, dass jemand an so ein Fahrzeug geht, ist natürlich deutlich größer wie ein Fahrzeug, was komplett ungesichert ist. Und das gibt uns ein Stück weit Sicherheit. Ja, weil wenn das Fahrzeug weg wäre, um Gottes Willen auch noch mit den Hunden, das wäre der Worst Case. Also das wollen wir jetzt Das wäre das nicht, ne? Allerschlimmste, ja. Genau. Dann hatten wir noch, genau, wir hatten den Vorfall gehabt in Italien, wo uns der nette Italiener den Spiegel abgefahren hat. Und dann zum Schluss stand ja Aussage gegen Aussage.
Und wir waren in der Beweispflicht, dass wir standen und keinen Spurwechsel hatten. Konnten wir nicht beweisen. Wir hatten damals noch keine Dashcam. Das war ein Grund, damit wir uns eine Dashcam anschaffen. Und hätten wir eine Spiegelschutzkappe drauf gehabt, wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Dann wäre vielleicht nur ein Kratzer oder so drin. Ja, die Spiegel wären da drin gewesen. Und aus dem Grund hier haben wir auch eine Spiegelschutzkappe jetzt verbaut, beziehungsweise zwei Spiegelschutzkappe verbaut. Ja, was haben wir noch gemacht zum Thema Sicherheit? Stück weit Sicherheit ist auch beim Tanken, wenn man kein Diesel ins AdBlue füllt oder auch umgedreht. Und deswegen haben wir eine AdBlue, eine Sicherung eingebaut. Also so ein Blech, das auf den Tankdeckel draufkommt, dass da nichts schief laufen kann. Das zeigen wir dann auch gleich. Ne? Ja. Da und haben wir mit der Sicherheit schon alles, ne? Ich muss nochmal durchgehen. Ich glaube, ja, das war's. Thema Fort Knox ist es nicht, aber es ist schon verdammt nah dran. Ja, also wenn einer ins Auto rein will, kommt er rein. Es dauert halt jetzt länger und es macht viel Alarm und viel Gehupe und viel Sirene. Ja. Und das streckt hoffentlich noch ein Stück weit ab. Das ist der Plan. Gut. Zum Thema Technik. Ja, wir haben ja aufgelastet auf 4,1 Tonne und deswegen ist eine Linepper Luftfederung verbaut worden. Genau, wir hatten damals bei der ersten Tour, als wir noch nicht aufgelastet waren, mit 3,5 Tonnen, haben wir gesagt, wir gucken mal, ob wir damit hinkommen. Und wir waren quasi immer an der Grenze und haben dann gesagt, nee, also das, da macht Reisen keinen Spaß, wenn wir überlegen müssen, kaufen wir jetzt noch die Flasche Wein oder die Flasche Wasser oder sind wir jetzt Wasser. Schon drüber? Wasser natürlich. und haben dann gesagt, nee, also so macht es keinen Spaß, wir lasten auf und haben uns dann eben diese Luftfederung einbauen lassen und haben es auch nicht bereut. Nee. Und den spanischen Winden damals, als wir das erste Jahr in Spanien waren, da hatten wir einmal so 120 km/h, da ist hier alles gesagt, dass es Wohnmobil gibt. Ist zerlegt, ne? Wenn wir einen Film von außen gemacht hätten, die hätten vielleicht gedacht, mir keine Ahnung, was auch immer hier drin passiert, wir lassen mal so im Raum stehen. Und dann haben wir uns im gleichen Atemzug mit der Luftfederung die Quicklift-Stütze für hinten verbauen lassen. Also die gehen in 10 Sekunden pro Seite, kann man die nach unten lassen und dann wird das Fahrzeug rechts, links, also mit einer Tonne hochgedrückt und dann steht man relativ stabil und schaukelt auch nicht, egal wie stark der Wind ist. Ich denke, bei 150, 160 km/h schaukelt es dann doch noch, aber dann will man auch nicht Wohnmobil sein. Ja. Nee. Gut, Gastankflaschen habe ich hier auf meinem schlauen Zettel stehen. Das war's. Beste, was wir gemacht haben überhaupt. Ja. Ständig die Gasflasche zu tauschen, gucke, wo kriegt man sie getauscht. Braucht man einen anderen Adapter dazu? Haben wir Probleme, die Flasche zurückzugeben und so? Mit dem LPG haben wir bis dato noch kein Problem gehabt zu tanken. Auch im Ausland nicht, wurden noch niemals weggeschickt. Ne? Nee. Wir haben ja den Außenanschluss, ne? Genau. Mit Außenanschluss. Damit vielleicht auch was zu tun. Ja, auch gerade wenn man hört, viel die in Italien jetzt, also so Süditalien eher weniger. Norditalien. Das ist mehr Norditalien, ne, wo dann weggeschickt werden, weil es dort ja eigentlich nicht erlaubt ist, LPG in Freizeitfahrzeuge oder Campingfahrzeuge zu tanken. Ja. Das hat eher was mit der Besteuerung zu tun oder so. Ne? Ja, war aber bei uns kein Thema. Das war bis dato was noch kein Thema. Ja. Nee. Apropos tanken, wir haben übrigens alle LPG-Tankstellen, die wir bislang angefahren genutzt haben, in unserer Stellplatzkarte verlinkt. Also wenn ihr unterwegs seid und sicher gehen wollt, ob ihr da auch tanken gehen könnt, dann guckt einfach mal auf die Karte. Ansonsten nutzen wir MyLPG, die App, und haben damit also auch immer gute Erfahrungen gemacht. Genau, was haben wir noch gemacht? Wir haben... Bei den Gastankflaschen hat sich was verändert. Wir haben das ja vor 2 Jahren einbauen lassen. Damals war noch Vorschrift, es muss fest verbaut sein. Also die Vorschrift ist immer noch, es muss fest verbaut sein. Es muss allerdings im Notfall... Ach so, was, ja. Genau, es muss im Notfall, wenn jetzt zum Feuerwehrmann oder wer auch immer das Gas abdrehen möchte oder an die Flasche ran möchte, muss per Hand auf zur Schraube gehen. Und vorher waren das nur so Imbusschraube, also hat man Werkzeug gebraucht für die auszubauen. Und das habe ich dann abgeändert und habe eine Flügelmutter oben dran geschweißt.
Und das kann man jetzt auch per Hand und schnell, kann man die Mutter lösen und somit die Flasche rausnehmen im Notfall dann mal. Ohne Werkzeug, ne? Ohne Werkzeug, ja. Thema Batterie. Ja, die Originalbatterie, die 95 Amperestunde AGM, da war man nicht lang glücklich damit, ne? Die ist auch schnell rausgeflogen, wurde dann ersetzt durch eine Lithiumbatterie mit 150 Amperestunde, reicht für uns vollkommen aus. So viel Stromverbräuche haben wir ja nicht. Und in dem Zuge haben wir uns gleich noch ein zweites Solarpanel aufs Dach machen lassen. Das haben wir jetzt bei 220 Watt auf dem Dach. Und die EcoFlow haben wir noch. Genau, weil wir haben keinen Wechselrichter. Wir haben keinen Wechselrichter. Die EcoFlow ist aber über ein USB-Kabel. Genau, über USB ist die mit der Lithium-Batterie, mit der Bat-Batterie verbunden, wird ständig mit 9 Watt geladen. Im Prinzip ist die EcoFlow immer voll. Ja. Und die Simone kann immer ihre Haare föhnen, wann auch immer sie will. Pürierstab und Föhn sind eigentlich so die einzigen Stromverbraucher, die wir haben. Ne? Alle anderen Geräte laden wir über USB, dann an der EcoFlow. Ja. Und so kommen wir mit dem Strom gut klar, auch in Spanien. Im Januar war das. Ne? Da hatten wir einmal die Situation, da war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt an Landstrom. Die Sonne reicht nicht aus, der Winkel ist einfach zu flach. Wir können nicht genug laden. Das war aber einmal die Situation. Ja, es sei denn, man fährt halt mal wieder 50 oder 100 Kilometer. Das war aber da nicht der Fall. Und dann muss man halt an Landstrom. Und haben dann auch nur einmal, also quasi eine Nacht drangehangen. Die Batterie war wieder voll. Und die Situation war einmal in den 4,5 Monaten. Mhm. Also damit kommen wir sehr gut klar mit unseren Stromverbräuchen. Heißt das so? Stromverbräuche. Verbräuche? Komisches Wort. Mhm. Gut, die Heizung hat Probleme gemacht im ersten Jahr. Die haben wir dann rausgeschmissen. Das war eine Standard-Gasheizung. Eine Truma und haben sie dann ersetzt auch wieder durch eine Truma, aber ist jetzt eine Kombi-E, also die kann man im Notfall auch mal mit Strom betreiben. Und das gibt uns einfach auch mehr Flexibilität, nicht nur auf Gas angewiesen zu sein, sondern auch mal auf Elektro zu switchen. Die Leistung ist dann nicht ganz so, oder? Ja. Es reicht. Ich glaube, dem fährt 1800 Watt. Und der Volllast mit Strom ist bei weitem nicht so, wie wenn es Gas. Gas ist eine andere Wärme. Aber wenn man einen Notfall hat, nochmal drauf zurückzugreifen. Guck mal, ich sag nicht, wie sie gerade guckt. Ach Gott, lenkt die ab. Ja. ist das eine gute Alternative? Ja. Rad-Reifen-Kombination haben wir ja machen müssen beim Auflasten. Weil die Original-Pilotfelge, die verbaut waren, die haben die. Die gingen nur für 3,5 Tonnen und über 4 Tonnen waren die nicht brauchbar. Gut. Ja. Sonst haben wir. Ja. Ach ja, wir haben so eine kleine. Ist das Technik oder Ambiente? Also kennt ihr wahrscheinlich auch, ihr fahrt den Platz an und man steht nicht komplett im Wasser, also nicht im Pfützenwasser, sondern das Auto ist nicht gescheit ausgerichtet und dann geht die Wasserwagenaktion los. Schräg, quer. Rechts, links, wo muss man jetzt hoch oder runter, aussteigen, einsteigen. Ihr kennt die Geschichte, ist wahrscheinlich bei jedem gleich. Ja. Wir haben jetzt eine Mini-Wasserwaage mit 2 Libellen, heißt es so, zugelegt. Die liegt im Flur. Genau. Und das ist der perfekte Ort und dann geht das ratzfatz. Einer schaut drauf, der andere fährt und dann passt es. Sofern man keine Hubstütze verbaut hat. Nee, die haben wir nicht. Nee, das waren dann doch noch zu teuer. Ich sage ja, wir brauchen sie nicht, aber da gehen wahrscheinlich die Meinungen auch auseinander. Wer sie hat, will sie nicht mehr missen. Ja. Wir haben keine. Nee. Noch nicht. Ich brauche nur ein bisschen Überzeugungsarbeit. So, dann wäre ich eigentlich durch mit dem Thema Technik und Sicherheit. Dann mache ich mit Ambiente weiter und ich gehe einfach mit euch so ein bisschen durch das Fahrzeug durch die einzelnen Räume. Wir fangen hinten im Schlafzimmer an. Da haben wir verändert die Matratzen. Die waren irgendwann
durchgelegen, die ursprünglichen. Wir haben sie durch ganz normale, handelsübliche Matratzen ersetzt, haben da noch einen Topper drauf liegen. Die passen jetzt nicht 100%, also die haben nicht diese Abschrägung vorne drin, aber das stört uns jetzt nicht weiter. Neben den Matratzen haben wir auch den Lattenrost verstärkt. Seitens des Herstellers ab Werk werden eher dünne Latten ausgeliefert, die sich relativ schnell durchgelegen haben. Wir haben aus einem alten Lattenrost einfach die Latten dazwischen gelegt, haben das so verstärkt. Ist eine einfache Lösung, die sehr viel Schlafkomfort bringt und effektiv ist. Und wir haben einen Lüfter einbauen lassen. Also das Fenster hinten, das Heki ist weg, das kleine. Dafür haben wir einen Dometic-Lüfter. Der ist super. Der zieht die Feuchtigkeit nach dem Duschen raus. Der bläst beim Kochen quasi als Dunstabzugshaube. Thema Kochen. Den Dampf nach draußen. Man kann die Temperatur einstellen. Er hat einen Regensensor, was einerseits der Vorteil ist, dass er zugeht, wenn es regnet. Andererseits der Nachteil, weil er zugeht, wenn es regnet und man dann eben nicht mehr Luftzirkulation hat. Ja. Kann man so oder so sehen. Also wir würden den, glaube ich, immer wieder kaufen. Vor allem, er ist auch richtig dunkel, wenn der dazu macht. Ne? Ja. Es gibt ja andere Hersteller mit Lüfter und ich habe öfters gelesen, dass die dann doch nicht so abdunkeln. Ja, der dunkelt komplett ab. Man kann halt jetzt nicht in den Sternenhimmel gucken, wenn man im Bett liegt, aber nun gut, ein Tod muss man sterben. Dann haben wir im Bad haben wir nichts verändert. Wir sind wahrscheinlich einer der wenigen, die keine Trockentrenntoilette haben. Wir haben nach wie vor die Kassettenlösung. Wir fahren, wenn wir lange unterwegs sind, mit einer Ersatzkassette. Die haben wir in einer Box drin. Im Kofferraum und ansonsten fahren wir die Chemietoilette ohne Chemie. Also in der Regel machen wir gar keinen Zusatz rein. Wir versuchen so oft zu leeren, wie es eben geht. Und wenn wir einen Zusatz rein machen, das sind Mineralien, glaube ich, oder Kristalle, also irgendwie sowas ist. Und dann könnten wir rein theoretisch an jeder Toilette entsorgen, was wir bislang noch nicht gemacht haben. Aber wir fahren ohne Chemie, aber nach wie vor mit der Kassettenlösung. In der Küche haben wir verändert. Unser Licht, den Spot, der war irgendwie mit der Komplettbeleuchtung geschaltet. Mit Ambientebeleuchtung zusammen. Völliger Schwachsinn, weil wenn ich nur den Spot an der Küche will, brauche ich ja nicht die Komplettbeleuchtung vom Wohnmobil. Das hat Michael umgeklemmt, sodass wir den jetzt alleine schalten können. Und ich habe endlich meinen neuen Wasserhahn, einen stylisch schwarzen Wasserhahn gekriegt. Da haben wir ewig diskutiert und haben nichts Gescheites gefunden. Und dank unserem Wohnmobilhändler haben wir eine tolle Empfehlung gekriegt. Und die haben uns den eingebaut und der sieht gut aus. Ich bin glücklich damit. Der ist richtig super. Dann haben wir immer das Problem, dass unser Besteck rappelt. Und ständig einpacken. Also so die 100%ige Lösung habe ich da noch nicht gefunden. Wir haben aber den Plastikbesteckkasten durch einen Filzbesteckkasten ersetzt. Das nimmt schon mal einiges weg. War ein bisschen Gefummel, bis man das so zusammengesteckt hatte. Aber man kann es zurechtschneiden und von daher war das eine ganz gute Lösung. Im Wohnzimmer haben wir die Polsterung verändert. Die Originalsitze von Pilote sind doch sehr weich. In Kombination mit dem Tisch saß man da so ein bisschen wie ein Kind, also ich zumindest. Und so haben wir die Polster ersetzt, haben auch hier dieses Rückenteil, das sitzt normalerweise oben auf der Sitzfläche und geht damit bis an den Vorhang oder sogar noch drüber raus. Wir haben es nach unten gesetzt, ich finde es optisch schöner und damit sind wir auch sehr zufrieden. Ja, und die Polster sind auch höher jetzt. Und fester. Und man sitzt auch ein Stück weit höher. Und bequemer. Weil vorher war es ja so, mit dem Essen, Schublade auf, man konnte es direkt vom Tisch reinschieben. Aber zu weit unten war, ne? Genau. Apropos Tisch, wir hatten ja den in der Face-to-Face-Variante in unserem Wohnmobil den Klapptisch.
der hat mich genervt. Relativ früh hat er mich genervt, weil wir natürlich morgens, mittags, abends daran essen. Also wird der morgens, mittags, abends aufgeklappt, zugeklappt, hingeräumt, weggeräumt. Das hat mich total genervt und gestresst. Und dann haben wir letztes Jahr, glaube ich, den einfach durch eine einfache Tischplatte ersetzt. War kein großer Aufwand. Ich bin total zufrieden. Und optisch finde ich es auch schöner. Und Michael hat auch ein Camperboard gebaut. Das seht ihr hier so ein bisschen. Ja, es ist aber ein Ablagebrett. Wir blenden es euch ein. Ja, es ist kein Camperboard. Entschuldigung. Ein Küchenablagebrett hat er gebaut. Für kleines Geld. Für wenig Geld. Und auch das will ich nicht mehr missen. Dann, wenn wir ins Fahrerhaus gehen, haben wir vor kurzem unseren Getränkehalter in dem mittleren Bereich, Mittelkonsole, kann man dazu sagen? Mittelkonsole. Den haben wir ersetzt durch ein Handschuhfach. Wir haben weder den Getränkehalter genutzt, noch werden wir jetzt das Handschuhfach benutzen, also so ein Staufach. Mhm. Aber die Hunde haben deutlich mehr Platz. Und da unsere an den Sitzen ihre Körbchen haben und da schlafen, war uns das einfach wert, das auszutauschen. Und die Hunde lieben das. Also sie haben jetzt mindestens so ein DIN A4 Größe mehr Platz als vorher. Ne? Ja. Ja, genau. Und dann haben wir noch den Heizungsausströmer versetzt. Wir sitzen ja hier auf der Heizung, da ist die untergebracht. Und wir hatten nur so ein Loch, was nach vorne ging. Ein Ausströmer, was für uns eher unlogisch war. Das heißt, wir haben das einmal nach vorne versetzt und auch noch ein großes Gitter dran gemacht und damit kann die Wärme besser in den Raum. Also der Ausströmer, der hat Richtung Fahrer rausgeströmt. Ja. Ursprünglich, das war vorne. Ja. Und dann haben wir ihn in die Mitte, damit er ins Fahrzeug reinströmt, ja. Also reinbläst, versetzt. Genau. Und wir haben noch den Platz dann hinten dran gewonnen. Kommt ja keine heiße Luft mehr, wo wir unser Ecoflow drin geparkt haben. Genau. Und ganz hinten dran, wenn es also ganz stark gewittert, dann verkriecht sich Kalle in dieses genau. Mini-Loch, weil der ja immer Angst hat, wenn es irgendwie knallt und donnert und komische Geräusche macht. So, was haben wir noch? In der Garage haben wir Boxen verbaut, die sich von vorne klappen lassen, stapelbar, 6 Stück. Also 6 Stück auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nochmal 6, nee 4, da ist es ein Stückchen höher, weil da nochmal ein Heizungsausströmer ist. Die Boxen sind auch super, passen genau rein, nehmen keinen Platz weg, kann man gut sortieren. Frontlader. So heißt es. Und in der einen Box haben wir unseren Wasserhahn versteckt. Wir haben ja eine Außendusche. Die wollte ich unbedingt, als wir das Wohnmobil bestellt haben. Wir haben sie noch nicht einmal benutzt, weil ich persönlich den Ort total doof finde. Also benutzen wir die nicht und die ist in einer Box versteckt. Ja. Ja. Michael ist anderer Meinung, aber so ist das manchmal. Ne? Wir haben's. Wir sind einmal durch unsere Aufbauten durchgehechtet. Wir haben auch mal zusammengerechnet, was uns diese ganzen Veränderungen gekostet haben. Ihr könnt ja mal schätzen. Sagst du oder ich? Ja, das sind 15.875 Euro. Was wir jetzt in den letzten gut 2 Jahren noch investiert haben. Und das Modell oder das Wohnmobil ist aber auch jetzt so, wie wir es gerne hätten. Fehlen lediglich nur noch die Hubstütze. Dann wären wir dann rund roundabout bei knapp 22.000. Das ist noch nicht fertig diskutiert. gibt es auch Probleme mit dem Fahrzeug oder haben wir irgendwelche Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sind? Ja klar, ist immer mal Schräubchen locker. Also nicht bei uns, das vielleicht auch. Aber so am Fahrzeug. Ja, was haben wir noch? Wir hatten Kleinigkeiten. Wir haben jetzt einfach mal alles aufgeschrieben, was uns so eingefallen ist, was in den letzten 2,5 Jahren passiert ist. Wir sind jetzt niemand, der wegen einer lockeren Schraube zum Händler rennt und sagt, schraub mal bitte hier die Schraube an. ich denke, wer ein Haus hat oder hatte, der muss da auch irgendwie eine Schraube
oder einen Dübel in die Wand hauen. Als Anfänger kriegt man heutzutage ja auch nicht mehr. Oder genau. Man wartet ein halbes Jahr. Deswegen sind wir da vielleicht bist ein Stück weit entspannter. Entspannter. Unsere Soft-Close-Scharniere waren irgendwann nicht mehr Soft-Close, sondern Fast-Close. So kann man das, glaube ich, formulieren. Die sind zugerauscht. Die haben wir ersetzt. Die Innenlampe, die LEDs haben geflackert. Die haben wir ersetzt. Das ging alles auf Garantie. Die Windabweiser, die Fender, also rechts und links am Fahrerhaus, die haben ab Tempo 80 komische Geräusche gemacht. Richtig lautes Pfeifen. Die haben wir abgedichtet. Ja. Da waren nur die Schraube drin. Die Piezo-Zündung ging nicht. Die wurde dann auf Garantie bestellt. Und beim Verbauen hat man festgestellt, es war gar nicht die Piezo-Zündung. Die ging noch, sondern es hatte sich ein Kabel, wie auch immer, unten an die Herdplatte ist es nicht. Wo hat die sich? Ja, ans Blech, ans Edelstahl. Und war verschmort. Und dann kam natürlich kein Strom mehr an. Das hatten wir als Problem, wenn man das so nennen will. Wir haben natürlich auch Verschleiß, das ein oder andere, was jetzt nicht mehr so taufrisch ist wie am Anfang. Also unser Plissé in der Küche, das hängt schon so ein bisschen auf 7:30. Ja. Noch hält's noch. Aber irgendwann werden wir das wahrscheinlich auch mal ersetzen. Man muss ja mal gucken, das ist ja bei uns im Dauerbetrieb. Es geht ja mindestens 3-mal am Tag hoch oder runter. Ja. Wir fahren in den Urlaub, wir sind ja ständig hier im Auto und bewegen uns mit und wird alles genutzt. Also von daher ist alles noch im grünen Bereich. Ein Problem hatten wir tatsächlich mit unserer Zwischentür zwischen Bad und Schlafzimmer. Die ist hier mit so einer Plastikarretierung fixiert. Das hält aber nicht wirklich und die ist uns bei voller Fahrt aus der Verankerung rübergeschossen und war dann auch nicht mehr so taufrisch. Wir haben das jetzt gelöst, indem wir ein Klettband beidseitig befestigt haben, einmal geklebt und einmal geschraubt. Einfache Lösung, kostet nicht viel und hält bombenfest. Was ein großes Thema für uns war, also für uns, was richtig schlimm war, Wasser. Mhm. Jeder, der es kennt, Horrorszenario, Wasser im Wohnmobil. Und zwar hatten wir über dem Fahrerhaus, hat angefangen mit so leichte Flecke über der Windschutzscheibe an der Filzverkleidung. Ja. Rechts von der Sonnenblende. Da waren wir beim ersten Händler, der gesagt hat, ja, das ist nicht schlimm. Ja, das wäre nur der Kleber, der sich da durchdrückt, mir sonst keinen Kopf machen. Dann hat man ein halbes Jahr kein schlimmer Regen, weil wir nur in Spanien waren, es hat wenig geregnet. Mhm. Aber dann? Dann kam der Sommer und dann hatten wir, und dann wurde es nass. Es wurde also Winter, Herbst und dann haben wir erkannt, nee, das ist also kein Kleber, der sich hier durchdrückt. Wir haben Feuchtigkeit. Wir hatten dann zwischendurch nochmal einen Händlerwechsel und der Händler sagte dann, er guckt mal durch. Er guckt durch. Und die haben sich auch alles gut angeguckt und hat festgestellt, dass unser Skyroof, der war nicht vollflächig verklebt. Also der musste auch, also es musste komplett rausgeschlagen werden, ist ein neues reingekommen. Ja. Und hat auch die Markise kontrolliert, Gott sei Dank, weil die Markisehalterung rechts auf der Seite, da wurde kein Kleber drunter gemacht, also sie wurden nur angeschraubt, aber ohne Kleber, da hat sich auch Wasser reingedrückt. Und wie gesagt, durch Skyroof. Aber das war nicht das große Problem. Also es war dann erstmal wieder dicht, dann waren wir in Spanien und kurz als wir auf der Rückfahrt waren, hatten wir wieder das gleiche Problem. Und haben dann gedacht, das gibt's doch nicht, ne? Wo kommt das Wasser her? Und wir fahren beim Händler auf den Hof und der guckt und sagt, ist die Frontscheibe. Und dann war es tatsächlich kein Pilote-Problem, ne? Sondern es war ein Fiat-Problem. Unsere Frontscheibe war oben an einer Stelle nicht dicht, verklebt, oder wie sagt man dazu? Also nicht so nicht satt verklebt auf der Ecke. Und dann sind wir zu so einem Autoglas-Werkstatt gefahren und die konnten es kleben. Also wir haben jetzt keine, also die Scheiben mussten nicht raus, sondern sie konnten das so beheben. Und jetzt sind wir tatsächlich dicht. Das war ein Thema. Ne? Himmel wieder drin. Ja. Wir sind 3 Monate ohne Himmel gefahren, um zu gucken immer und gehofft, dass es mal regnet oder auch länger regnet oder bei einem Regen mit Tempo 100 fahren, weil da hat sich auch das Wasser reingezogen. Und Wurde es Gott sei Dank, hat man das dann gefunden. Ne? Und wohl das größte Problem, was wir haben, das ist leider ein Pilote
Problem. Vielleicht hat es auch andere Händler, nicht Händler, andere Hersteller, das wissen wir nicht. Wir sind von dem weichen Boden betroffen. Es knarzt und quietscht. Ist nicht schlimm, also wir brechen nicht durch. Und wir warten noch auf unseren Termin zur Reparatur. Wahrscheinlich 2025. Also ist noch ein bisschen hin und das ist tatsächlich nervig. Also man merkt es, der Boden gibt nach, es knarzt und es quietscht. Das ist, wenn man das als Problem bezeichnen würde, dann ist das wirklich ein Problem, was uns nervt. Ich höre es schon gar nicht mehr. Ich schon. Ich schmecke es nur noch. Ja. So ein leichtes Schwanken, wenn man durch Wohnmobil läuft. Also die Stelle ist auch immer größer. Anfangs war es ja nur vor der Küchenzeile gewesen. Ja. Mittlerweile zieht es im Prinzip durchs ganze Wohnmobil. Ja, genau. Und wenn wir abschließend vielleicht noch die Frage beantworten, würden wir dieses Fahrzeug wieder kaufen? Absolut. Wir gehen immer mal wieder in andere Fahrzeuge rein, gucken uns die an und denken, ach ja, ist ganz nett, ist auch ein toller Grundriss. Und dann kommen wir wieder in unser Wohnmobil und denken, passt einfach, ja. Es ist einfach, wir haben hier ein super Raumgefühl, es ist groß, was vielleicht ein Nachteil ist, ich bin nur 1,62, ich komme nicht immer an hoch, die Schränke ran, aber andererseits gibt das natürlich auch ein gewisses, ja, Freiheitsgefühl, Raumgefühl. Und deswegen sind wir mit unserem Piloten zufrieden und werden den wahrscheinlich auch so schnell nicht hergeben. So, und jetzt sind wir durch. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. 30 Minuten. Ich denke, das reicht jetzt auch. Wir hoffen, es war das ein oder andere Interessante für euch dabei. Wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, wenn euch Details interessieren, dann schreibt uns gerne Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Ja, oder schreibt mal, welches Modell ihr fahrt und ob ihr zufrieden seid. Und ob ihr die gleichen Problemchen habt. Genau, habt ihr vielleicht auch einen weichen Boden bei einem anderen Hersteller? Oder wo kommt das Wasser rein? Ja, hoffentlich nicht. Nee. Also in dem Sinne, das nächste Video wird wieder ein Reisevideo sein. Mhm. Wir sind unterwegs, gerade hier im Elsass. Und von da kommt dann auch das nächste Reisevideo. Und es ist total schön hier. Ist total schön. Hier schon mal erwähnen, ne? Ja, da draußen sind gerade die Gänse. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.